Das EU-Budget. Wir alle wollen, dass die EU die großen Zukunftsherausforderungen bewältigt. Das sind der Klimawandel, die Digitalisierung, die Jugendbeschäftigung, der Außengrenzschutz, das Programm Erasmus+, Forschung und Entwicklung und vieles, vieles mehr. Diese Ausgaben müssen aber auch finanziert werden. Das leuchtet ja wohl jedem ein. Und trotzdem wird von den Regierungen um einzelne Kommastellen gefeilscht. Fast wie am Basar. Und Sebastian Kurz hat sogar mit einem Veto gedroht. Wir brauchen aber kein Veto, sondern einen guten Kompromiss. Und auch mehr Einnahmen. EU-Eigenmittel ist das Thema der Zeit. Aber das Gegenteil passiert. Warum blockiert die österreichische Regierung und Kanzler Kurz die Finanztransaktionssteuer, das Schließen der Steuerschlupflöcher, die Plastiksteuer oder eine sinnvolle CO2-Abgabe? Hier noch ein paar Fakten, Daten und Zahlen zum EU-Budget. 2019 hat Österreich 3,1 Milliarden Euro eingezahlt und 1,37 Milliarden Euro Rückflüsse direkt nach Österreich bekommen. Und davon fließen 70% in die Landwirtschaft, 20% in die Forschung, 5% in Regionalpolitik und nur magere 1,4% in die Verwaltung. Wir alle profitieren aber nicht nur direkt, sondern auch indirekt. Jeder Euro, den wir an die EU zahlen, lukriert 3 Euro an Investitionen für Österreich.